Taliban-Kämpfer, Al-Qaida-Terroristen und Drogenbarone versuchen gemeinsam, den Wiederaufbau Afghanistans zu stoppen. Auf einem Markt ist ein Selbstmordattentäter, mindestens 21 Menschen im Süden Afghanistans sind zwei britische Soldaten getötet worden. Seit Beginn dieses Jahres sind in Afghanistan bei Gefechten und Anschlägen etwa 1300 Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichten aus Afghanistan sind meist Meldungen vom Tod und von Taliban. Vor allem im Süden, wohin unsere Reise geht, überziehen die Glaubenskrieger das Land mit Anschlägen. Bis 2001 die Amerikaner kamen, waren die Taliban an der Macht. Nun erobern sie ihre alten Positionen zurück. Wer hierher kommt, fährt mitten ins Kampfgebiet. Auf dem Pass Sitakandau patrouilliert die afghanische Armee. Es herrscht gespenstische Ruhe, die jeden Moment umschlagen kann. Tagsüber sieht man die Taliban nicht. Ihre Angriffe starten sie nachts. Der Pass liegt im Süden Afghanistans, auf halber Strecke von der Hauptstadt Kabul in die Provinz Khost. Von hier aus sickern die Taliban über die pakistanische Grenze ein. Sie verbergen sich in der unwegsamen Gegend und benutzen die Bevölkerung als Schutzschild. An der Straße liegt das Dorf Mirayan. Früher lebten hier 200 Familien, die meisten kamen im Krieg gegen die Russen um. Heute ist es nahezu verlassen. Unterwegs sind wir mit dem ehemaligen Bundeswehrarzt Reinhard Erös. Seine Organisation Kinderhilfe Afghanistan baut in der Gegend Schulen, vor allem für Mädchen. Er sieht, wie sich die Lage Tag für Tag verschlechtert. In einigen Bereichen Afghanistans ist die Karre ziemlich im Dreck. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn die Amerikaner, sagen wir, in den nächsten 6 Monaten komplett ihre Bodentruppen abziehen würden. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins, so wie es jetzt läuft, oder wie es die letzten Jahre gelaufen ist, so wird das eher schlechter. Und als Arzt habe ich gelernt, wenn eine Therapie nicht funktioniert, dann sollte ich sie zumindest absetzen, mir Gedanken machen, was mache ich besser. Reinhard Erös arbeitet seit 20 Jahren in Afghanistan. Er weiß, wovon er spricht, wenn er die amerikanische Armee kritisiert. In den Ruinen von Mirayan sitzen in einer Hütte 5 Männer beim Tee. Ihre wiedergewonnene Freiheit ist nicht viel wert, wenn die Befreier, die täglich gegen die Taliban kämpfen, zu Besatzern werden. Die Amerikaner misstrauen uns. Sie durchsuchen nachts unsere Häuser, brechen Türen ein, schreien herum und berühren unsere Frauen. Doch das geht nicht. Die Amerikaner müssen unsere Gepflogenheiten respektieren. Wir können Verdächtige selbst ausliefern. Die Stimmung schlägt gegen die Amerikaner um. Und der Widerstand wird noch schlimmer werden. Wir spüren die Verbitterung. Das Verhalten der amerikanischen Soldaten bringt selbst die besonnenen Afghanen gegen den Westen auf. Lange aufhalten können wir uns nicht. Reinhard Erös beschließt, dass wir aufbrechen. Wenige Kilometer entfernt liegt das Hauptquartier des Commander Haghani, eines gefürchteten Taliban-Führers. Und jetzt sind die Amerikaner im Anmarsch. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das Reinhard Erös nur zu gut kennt. Der Krieg in Afghanistan war immer auch ein Krieg Stadt gegen Land. Und wenn ich mich um das Land, also um die Dörfer nicht kümmere, und das ist ja die Krux der meisten Hilfsorganisationen, dass sie sich um die Städte und speziell um Kabul und den Fortschritt in Kabul kümmern und nicht um die Dörfer, desto größer wird der Spagat und desto größer wird das Sicherheitsproblem. Und auch aus diesem Grund arbeite ich ganz gezielt in den Dörfern. Und zwar in den Dörfern, auch noch im Osten Afghanistans, in Ostprovinzen, Südostprovinzen, wo also sagen wir, die Taliban-Bewegung besonders stark war, wo auch zum Teil das Opiumproblem besonders gravierend ist. Also da, wo es eigentlich am dringendsten notwendig ist, dort was zu verbessern. Wer wie Reinhard Erös die entlegenen Dörfer erreichen und dort Hilfe leisten will, braucht Kundschafter. Und er braucht Bewacher, vor allem wenn ein Kamerateam dabei ist. Ausländer sind immer gefährdet, auch wenn sie Zivilisten sind. Unser Tross nimmt auf dem Weg zu einer besonders abgelegenen neuen Schule verschlungene Pfade. Wir wollen kein Ziel bieten. Nach einem Wolkenbruch ist uns der Weg plötzlich abgeschnitten. Die Piste hat sich in einen Fluss verwandelt.
Durch den müssen wir durch, genauso wie die Schüler aus den Bergen rund um das Dorf Thani bei Khost. Heute soll für sie eine neue Schule der Kinderhilfe eröffnet werden. Da ist kein Weg zu weit und zu schwierig schon gar nicht. Zur Eröffnung bekommen die Schüler einen improvisierten Schulbus spendiert. Im Alltag werden sie zu Fuß gehen müssen. An der Schule in Thani warten die Kinder seit Stunden in glühender Hitze. Ihre Eltern haben seit Jahren auf den Bau einer Schule gehofft. Losgehen konnte es, als das Geld und die Hilfe aus Deutschland kamen. Reinhard Erös war schon in den 80er Jahren in Afghanistan. Er lebte mit seiner Familie in Pakistan und war als Feldarzt im afghanischen Widerstand. Sein jüngster Sohn Trutz erkrankte mit 3 Jahren. Er starb in den Armen seines Vaters. Damals hätte alles vorbei sein können. Ja. Dieser Zweifel, macht das Sinn, was du hier tust? Ist es das wert? Jetzt gerade als dann unser jüngster Sohn dann in Pakistan gestorben ist, die haben natürlich dann große Schluchten aufgetan bei meiner Frau und bei mir und bei seinen Brüdern. Und wir haben uns dann schon nach der Beerdigung in Deutschland überlegt, sehr reiflich überlegt, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir die Zelte dort unten komplett abbrechen? Ist das für uns jetzt vorbei? War es das nicht wert oder nicht? Und wir haben uns dann aus tiefer Überzeugung für das Gegenteil entschieden. So nach dem Motto, jetzt erst recht. Zur Eröffnung der Schule strömen die Menschen aus den umliegenden Dörfern herbei. Sämtliche Honoratioren sind versammelt, Hunderte von Schülern. Der Bürgermeister, der Schulleiter und der Mullah haben Ansprachen gehalten. Lange Ansprachen. Die Gastfreundschaft gebietet ein Festmahl. Wir haben keine Zeit, aus Sicherheitsgründen. Eros ist unzufrieden mit seinen Mitarbeitern. Jetzt sind wir heute 1 Uhr immer noch nicht gesprochen. Give him your handy, here may call the governor. Festschaftszeiten noch mal, Mensch. Wie so ein Kind ist das langsam, das nervt mich. Du. Fix noch mal. Ne? Wir brechen überstürzt auf. Vor Einbruch der Dunkelheit müssen wir in Khost sein. Nachts sind die Straßen viel zu unsicher. Khost ist Provinzhauptstadt und Garnison der Amerikaner. Ihre Hubschrauber kreisen Tag und Nacht auf der Suche nach den Taliban. Die Menschen aber kämpfen um ihr Überleben. Das Einzige, was sie haben, ist Holz. Die deutsche staatliche Entwicklungshilfeorganisation GTZ hat die Region in den 60er Jahren aufgeforstet. Heute werden sogar die Wurzeln ausgegraben. Die Afghanen vernichten ihre Ressourcen, weil sie keine Wahl haben. Ich bin gegen die Holzvernichtung. Unsere Wälder waren wichtig. Sie haben die Dörfer vor dem Hochwasser geschützt. Aber wir haben kein Gas, um zu heizen. Fast alle sind arbeitslos. Wir haben keine andere Chance, um zu überleben. Also holzen die Afghanen alles ab, was noch wächst. Inzwischen werden sogar alte Autoreifen verarbeitet, zu Brennstoff. Die Händler verkaufen das Holz lastwagenweise. 100.000 Rupien soll die Ladung Eiche kosten, das sind 1.000 Dollar. Der Käufer will 70.000 zahlen. Die beiden einigen sich schließlich auf 85.000 Rupien. Nichts verrät die Gefahr, die hinter solchen Alltagsszenen lauert. Einen Tag nach unseren Aufnahmen kommen an dieser Stelle bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoi 16 Menschen ums Leben. Unser Weg führt über Kabul durch die Berge nach Jalalabad, Hauptstadt der Region Nangarhar im Südosten, wo sich einst in den Bergen von Tora Bora Osama bin Laden und die Al-Qaida versteckten.
Diese Strecke gilt als sicher, doch auch sie ist streng bewacht. Alle strategisch wichtigen Stellen besetzen Polizei und Armee. Die Straße ist legendär. Auf ihr wurde im Winter 1841 die sogenannte Army of the Indus der Engländer von Paschtunenstämmen niedergemetzelt. Theodor Fontane hat darüber sein Gedicht Das Trauerspiel von Afghanistan geschrieben. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan. Fontane irrte sich nur der Zahl nach. 4.000 Soldaten und 12.000 Zivilisten schleppten sich auf dieser Straße Richtung Pakistan. Nur ein Mann, ein Militärarzt, erreichte lebend das Ziel. Die roten Felsen in dieser Gegend, erzählen die Afghanen, seien gefärbt vom Blut der Engländer. Die Strecke von Kabul nach Jalalabad beträgt nur 150 Kilometer. Eine neue Straße ist gerade im Bau. Doch an den meisten Stellen geht es nur langsam voran. Schwarze und grüne Fahnen am Straßenrand markieren die Gräber der Mujahedin, der Krieger, die im Kampf gegen die Russen gefallen sind. Dies ist Reinhard Erös Weg zur Arbeit. Vorbei an ewigen Stein- und Geröllwüsten. Nur ganze 7% der Fläche von Afghanistan sind frucht- und nutzbar für Ackerbau und Viehzucht. Auf einem See betreiben Jungen Fischfang mit einem alten LKW-Schlauch als Boot. Der 12-jährige Najib erzählt uns, warum er am Vormittag nicht in der Schule ist, sondern beim Fischen. Ich muss meine Familie unterstützen. Mein Vater hat keine Arbeit. Ich gehe leider sehr selten zur Schule. Wir haben zu wenige Lehrer und der Unterricht fällt ständig aus. Wenn ich einmal groß bin, werde ich wohl Fischer werden. Während wir uns mit dem Jungen unterhalten, fährt eine amerikanische Patrouille vorbei. Wie wir später erfahren, hat es an diesem Tag auf unserem Weg einen Anschlag gegeben. Eine Autobombe tötete zwei amerikanische Soldaten. Das Bild auf dem Land ist, wohin wir auch kommen, geprägt von Kindern. 5 bis 6 Töchter und Söhne hat eine Familie im Schnitt. Die Kinder sind ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft des Landes. Die Bauern kommen bei der Feldarbeit wie beim Reisanbau nicht ohne sie aus. Ein Traktor wäre viel zu teuer. Und viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder den ganzen Tag zur Schule zu schicken. Wir fahren weiter in die Berge von Makichel. Eine der ärmsten Regionen des Landes. Auch hier hat Reinhard Erös mit seiner Kinderhilfe eine Schule errichtet. Einer ihrer Schüler ist der 8-jährige Ahmed. Er hat einen weiten Schulweg. 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Auch seine Freunde haben einen langen Schulweg. Wenn es nach dem Willen der Taliban gegangen wäre, gingen diese Jungs jetzt nicht zum Mathematik- und Sportunterricht, sondern dürften nur den Koran studieren. Die Taliban wollten in Makichel eine Madrasa, eine Koranschule, errichten. Doch die Dorfältesten beschlossen, dass ihre Kinder auf eine richtige Schule gehen sollten. Und sie bekamen sie, finanziert von Spenden aus Deutschland. Weil sein Weg so weit ist, kommt Ahmed nicht selten zu spät zum Unterricht. Weil unsere Kamera dabei ist, lässt der Lehrer heute Nachsicht walten. Für Ahmed ist es das Größte, dass er überhaupt zur Schule gehen kann. Er würde, sagt er uns, nach der Schule gerne studieren. Wir verlassen die Schule und brechen auf nach Jalalabad. Nach einer Tagesfahrt erreichen wir die Stadt. Jalalabad gilt als relativ wohlhabend. Es ist ein alter Handelsposten, der den ganzen Südosten Afghanistans mit Waren versorgt. Berühmt ist der Modebazar.
Hier sieht man selten genug auch afghanische Frauen, selbstverständlich nur unter der Burka. Doch wohin man auch schaut, bei den Straßenhändlern, beim Bäcker, wird das Bild von Kindern bestimmt. Von Kindern, die arbeiten und wenig Gelegenheit haben, eine Schule zu besuchen. Hier setzen ausländische Hilfsprojekte an. Sie versuchen den Kindern Ausbildung und den Einstieg in einen Beruf zu bieten. In einer Werkstatt der Kinderhilfe Afghanistan bauen Waisenkinder Solarkocher zusammen. Made in Germany. Die Jungs haben einen Job, verdienen dabei was, können damit zum Teil sogar ihre Familie ernähren. Wir bringen moderne Technik ins Land. Und wir tun was für die Ökologie Afghanistans. Und mit den Solarlampen und den Photovoltaikanlagen bringen wir auch Strom dorthin. Das heißt, die Menschen können dort jetzt ihren Weltempfänger, also ihr Radiogerät, aufladen. Können ihre Lämpchen zu Hause, eine Birne an der Decke, mit dem Strom betreiben. Haben damit Licht, können, wenn sie das dann in der Schule gelernt haben, auch zu Hause lesen. Ein afghanischer Jungunternehmer beliefert Erös Werkstatt. Mit seiner Firma German Afghan Solar installiert er Solaranlagen. Emal Barikzai hat Büros in Kabul und Jalalabad. Seine Kindheit hat der 28-Jährige in Deutschland verbracht. Jetzt besucht er die Bibi Hawa Mädchenschule. Dort wird heute die erste solarbetriebene Computerklasse eröffnet. Die Lehrerin Shazia Karimi ist froh über das Hightech-Geschenk. In Afghanistan lassen sich viele Probleme lösen, wenn die Menschen mit Computern umgehen können. Aber meine Mädchen haben das Problem, wie sie zur Schule kommen. Die meisten sind arm, ihr Schulweg ist gefährlich. Wenn es zu dunkeln beginnt, dürfen sie alleine nicht mehr auf die Straße. Plötzlich sind die Computerbildschirme schwarz. Die Mädchen und ihre Lehrerin sind ratlos. Und für Emal wird es hektisch. Ausgerechnet jetzt eine Panne, das wäre ein herber Gesichtsverlust. Da hilft es auch nicht, wenn man den Bildschirm streichelt. Doch Emal findet den Fehler gerade noch rechtzeitig. Ein Kabel war falsch verlegt. Der Chef der Kinderhilfe, Reinhard Erös, und der Erziehungsminister sind bereits im Anmarsch. Zur Vorführung laufen die Computer wieder. Jetzt geht es auf das Dach der Schule, um die Photovoltaikanlage in Augenschein zu nehmen. Knapp 10.000 Euro hat sie gekostet, finanziert von Spenden für die Kinderhilfe, die meistens von deutschen Schulen kommen. Schüler helfen Schülern. Ja, beide stimmen. Habt ihr schon überprüft, ja? Das sorgt in der lokalen Presse für Bilder und Schlagzeilen. Es war ein guter Tag für Emal. Die Solaranlage läuft. Er macht sich auf den Heimweg. Emal ist, wie viele Afghanen, vor allem Kinder, Anfang der 80er Jahre vor dem Krieg geflohen. 5 Millionen Menschen verließen das Land. Die meisten gingen nach Pakistan. Emals Vater schickte ihn zu einem Onkel nach Deutschland. Seit einem Jahr ist Emal nun zurück in Afghanistan. Sein Heimweh hat der damals 10-Jährige mit sich allein in der Fremde in Kassel ausgemacht. Ja, die ersten Monate war es nicht leicht. Vor allem die Familie fehlt, die Mutter fehlt. Gott sei Dank wurde ich bei meinem Onkel aufgenommen und er ist wie ein Vater für mich. Aber trotzdem bin ich sehr oft heimlich, habe ich dann geweint. Ich bin in die Toilette gegangen und habe dann geweint, weil ich habe mich immer sehr oft an meine Mutter erinnert. Aber dann habe ich mir gesagt, die Zeit geht vorbei und du bist jetzt hier und mein Onkel hat mich immer wieder motiviert. Du gehst jetzt in die Schule und nächstes Jahr kannst du deine Eltern wieder besuchen. Emals ältester Bruder ist bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Die Verantwortung für die Familie lastet auf den Schultern des Heimkehrers. Ich wäre vorher nie länger wie 3 Wochen hierher gekommen. Aber jetzt bin ich für ein Jahr hierher gekommen. Es hat sich vieles verändert.
Jemand kann sein Geschäft machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die Regierung bemüht sich auch darum, dass Leute hierher kommen und investieren. Und natürlich hat die Regierung Schwierigkeiten. Man sagt bei uns, wenn man 25 Jahre lang krank ist, kann man nicht in 5 Tagen wieder gesund werden. Dann braucht man Zeit. Emal hat uns einen Termin beim Gouverneur der Provinz Nangarhar verschafft, einem engen Vertrauten des afghanischen Präsidenten Karzai und erklärten Gegner der Taliban. Für den Gouverneur waren schon immer die Mullahs das Problem Afghanistans. Wir müssten eigentlich Schulen für die Mullahs bauen, damit auch die Koranschüler vieles kennenlernen und verschiedene Berufe ergreifen können. Vor allem, damit die jungen Leute nicht für politische Ziele missbraucht werden. Wir werden in Afghanistan nur etwas erreichen, wenn wir auf die Mullahs Einfluss nehmen. Die Mullahs, damit meint der Gouverneur die Taliban. Ein Mann wie er steht auf deren Todesliste. Wenige Wochen nach unserer Reise ereignete sich hier ein Anschlag auf ihn, mit 8 Toten und 16 Verletzten. Der Gouverneur überlebte. Nachmittagsunterricht an der Bibi Hawa Schule. Die Lehrerin Najiba Siddiqui schreibt im Namen des barmherzigen Gottes an die Tafel. Sie hält Unterricht in Pashto, der Sprache des afghanischen Südens. Das Mädchen trägt die Geschichte eines kleinen Jungen vor, der auf der Straße von einem Auto erfasst wird, weil er beim Spielen nicht aufpasst. Für die Mädchen ist Bildung der Weg in die Freiheit. Die ist zwar gewachsen, doch ohne Burka können die Frauen noch immer nicht auf die Straße gehen. Bevor die Taliban kamen, haben die Burka nur die ungebildeten Frauen in den Dörfern getragen. Unter den Taliban wurde die Burka zum Zwang für alle. Selbst mit meinem Mann durfte ich ohne Verschleierung nicht auf die Straße, sonst wurde man verprügelt. 5 Jahre lang lastete großer Druck auf uns. Es ist heute immer noch so, dass wir ohne Schleier nicht auf die Straße können. Heute ist die Burka auch ein Schutz vor den bösen Blicken der Männer. Unter den Taliban unterrichteten Lehrerinnen wie Najiba heimlich, zu Hause, ständig in Gefahr, entdeckt zu werden. Doch auch heute geht sie ein Risiko ein. Die Taliban warnen Lehrerinnen davor, ihren Beruf auszuüben. Man droht, ihnen und ihren Schülerinnen Säure ins Gesicht zu schütten. Zum Abschied fragen wir Najiba, wie die Welt unter der Burka aussieht. Sie ist vollkommen dunkel, sagt sie, bevor sie sich von uns verabschiedet. Unsere Reise geht weiter nach Tora Bora. In den berühmten Bergen befand sich bis ins Jahr 2001 die Terrorzentrale der Al-Qaida. Zuvor, in den 80er Jahren, hielten sich hier die Mujahedin vor den Russen versteckt. Mit ihnen Reinhard Irres als Feldarzt. Er hatte sich von der Bundeswehr beurlauben lassen. Der damals 16-jährige Alim Sana, der heute sein wichtigster Mitarbeiter ist, ging mit ihm an die Front. Auch in dieser Gegend hat die Kinderhilfe eine Schule gebaut. Die beiden sind mit Commander Said verabredet, einem berühmten ehemaligen Mujahedin-Führer. Ein echtes Veteranentreffen. Die Höhlen waren einst das Terrorzentrum von Osama bin Laden. Heute werden sie als Vorratsraum oder Außentoilette benutzt. Früher ging es hier um Leben oder Tod. Heute geht es um Fortschritt und Bildung. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Erziehung heute sogar noch wichtiger ist als medizinische Hilfe. Wir sehen ja die Kinder hier im Dorf. Sie sagen, wir haben eine Schule, aber die ist nicht groß genug. Jeder möchte in die Schule gehen, auch die Mädchen. Es gibt ja Leute, die sagen, die afghanischen Mädchen wollten nicht zur Schule gehen oder dass die Eltern nicht wollen, dass sie zur Schule gehen. Aber alle sind glücklich, alle wollen eine Schule besuchen. Das ist heute die Frage. Wir haben Frieden und jeder drängt seine Kinder, nicht die Schule zu verpassen. Tora Bora scheint friedlich. Hier wird sogar kein Opium mehr angebaut. Eine Ausnahme im Süden Afghanistans, aus dem eine Rekordernte für den weltweiten Heroinhandel gemeldet wird. Doch wieder trügt der Schein.
Auf unserem Rückweg müssen wir, wiederum aus Sicherheitsgründen, eine andere Route wählen. Alem, unser Scout, hat von Kontaktleuten erfahren, dass es Kämpfe in der Gegend geben soll. Den geplanten Besuch bei einer Schule der Kinderhilfe, die mit Solarkochern und Lampen versorgt werden sollte, brechen wir ab. 15 Schulen hat die Kinderhilfe in der Provinz Nangarhar gebaut. Jede einzelne zu erreichen ist eine logistische Herausforderung und ein Wagnis. Wo es heute ruhig ist, können morgen Kämpfe stattfinden. Und jetzt auch noch das. Einer der Wagen unserer Bewacher, ohne die wir keinen Schritt machen, ist in den Straßengraben gerauscht. Das sollte eigentlich eine Abkürzung sein. Der Fahrer ist berüchtigt. Bei unseren Sicherheitsleuten trägt er den Spitznamen Hell's Driver. Und wir wissen nun auch warum. Am nächsten Tag fahren wir über die Grenze in den Norden Pakistans, über den berühmten Khyberpass. Wir wollen die Taliban in ihrem Hinterland besuchen. Der Kinderhilfechef Reinhard Erös hat, damit er in Afghanistan überhaupt helfen kann, eine Art zivilen Waffenstillstand mit den Taliban geschlossen. Ohne ihre Zustimmung hätte er 2001 seine erste Schule nicht bauen können. Ausländer werden kontrolliert, der Warenverkehr aber verläuft chaotisch. Nachmittags um 5 Uhr wird die Grenze von den Amerikanern und Briten geschlossen. Reinhard Erös und Alim Sana erledigen die Formalitäten. Die Grenze, die Engländer und Russen Mitte des 19. Jahrhunderts willkürlich durch die Region der Paschtunen zogen, ist militärisches Sperrgebiet. Hier haben die Stämme das Sagen, ehemalige Warlords und Drogenbarone. In der pakistanischen Millionenstadt Peshawar ist der Einfluss der Taliban-Mullahs groß. Das ist ihr Rückzugsgebiet. Sie sitzen in der Provinzregierung und reglementieren das tägliche Leben. Selbst Frauengesichter auf Werbeplakaten werden aus religiösen Gründen übermalt. 80 Kilometer östlich von Peshawar, in Akora Katak, liegt die Universität der Taliban. Sie wurde Mitte der 40er Jahre gegründet. Und wir erhalten als erstes Kamerateam dort Zutritt. Reinhard Erös ist verabredet mit dem Taliban-Führer und Schuldirektor Sami ul Haq. In der Taliban-Uni wird gerade der Abschluss des Semesters gefeiert. Die Taliban waren, als Reinhard Erös begann, Schulen zu bauen, in Afghanistan noch an der Macht. Er musste sich mit ihnen verständigen. Wir wussten, wir brauchen einen möglichst hochrangigen Talib, der dann auch, wenn er sagt, wenn er zustimmt, das dann auch durchsetzen kann, beziehungsweise sein Versprechen, nämlich diese Schule zuzulassen und sie zu tolerieren, das war ja alles, was wir wollten, dann auch durchsetzen kann bei seinen eigenen Leuten. Und dann stießen wir auf einen Taleb, der einer der engsten Mitarbeiter vom Muhammad Omar, der Einäugige, der immer noch auf der Liste der meistgesuchten Terroristen in Afghanistan steht, dort mehrere Monate wohl gearbeitet hat. Also der den Chef praktisch kannte und damit natürlich Zugang zu den Taliban-Eliten in irgendeiner Weise auch hatte. Und der schien uns als geeigneter Mann. Der Gesprächspartner von damals sitzt heute in der Aula. Hamad Shah Haqqani ist Lehrer und Sekretär der Hochschule Jamia Haqqaniya. Im Festsaal haben sich rund 1000 Studenten versammelt. Die Besten werden mit Buchgeschenken ausgezeichnet. Ihr Curriculum kennt nichts als den Koran und dessen reine wahhabitische Lehre, wie die Taliban sie vertreten. Dabei ist die Religion nicht bloß Glaubenslehre. Sie ist Richtschnur allen Denkens und politischer Auftrag. Auch wenn das nicht so klingt, wenn die Studenten von ihren Lehrern zu Fleiß im Studium des Koran angehalten werden. Sami ul Haq erklärt den Studenten, sie müssten den Islam in die Welt tragen. In Afghanistan heißt das mit kriegerischen Mitteln. Nicht nur die Taliban. Alle Afghanen wollen nicht unter fremder Herrschaft leben. Die Afghanen akzeptieren keine Sklaverei. Die Taliban sind ein integraler Teil von Afghanistan. Im Kampf gegen die Russen waren wir für die Amerikaner noch Verbündete. Danach haben sie uns in Verruf gebracht. Wir sind Taliban, aber wir sind nicht Al-Qaida. Die Supermacht Amerika weiß das.
Was ist Al-Qaida überhaupt, fragt Sami ul Haq und meint, die Amerikaner hätten für ihren Krieg gegen den Terror ein Feindbild gebraucht. Dabei wüssten viele im Westen gar nicht, wer die Taliban sind. Das soll sich ändern, auch durch unseren Besuch. Die Taliban machen PR, also sehen wir uns um. Die 3000 Studenten leben und arbeiten zu viert oder fünft in ihren Studienzimmern. Auf den Gängen bereiten sie sich kleine Mahlzeiten zu. In großen Trögen wird in der Schulküche Reis mit Hammel gekocht. 8000 Laibe Brot verlassen täglich die Bäckerei. Es geschieht alles in der Gemeinschaft, auch die Körperpflege. Bei einem Händler gibt es Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf zu kaufen. Talib heißt ursprünglich Schüler, ein Talib also studiert den Koran. Er ist aber zugleich Teil einer politischen Bewegung mit missionarischem Bewusstsein. Das Wichtigste ist, dass wir den Islam in der Welt verbreiten. Das ist das Wichtigste. Der Islam für alle. Die Universität ist mit allem ausgerüstet. Es gibt eine Bibliothek und einen Computerraum. Das Internet ist das Medium schlechthin, mit dem die Taliban ihre Botschaft verbreiten. Es geht ihnen um die Errichtung eines islamischen Staates in Pakistan und in Afghanistan. Was das für die Soldaten der Bundeswehr bedeutet, erklärt der Universitätssekretär Hamad Shahakani. Die Feindseligkeiten der Mudschahedin und der Taliban richten sich nur gegen Amerika. Aber wenn andere Länder die Amerikaner unterstützen, machen sie sich zu unseren Feinden. Das ist doch klar. Wer aber uns hilft, den betrachten wir als Freund. Wer sich militärisch auf die Seite Amerikas stellt, den können wir von den Amerikanern nicht mehr unterscheiden. Ob Dänen, Holländer oder Deutsche. Wir sind im Krieg. Auf diesen Krieg werden schon die Jüngsten eingeschworen. Knapp 2 Dutzend Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren werden an der Jamia Hakania ausgebildet. Meist stammen sie aus ärmsten Verhältnissen. Ihre Familien geben sie gerne in die Hände der Taliban. Wo sonst könnten sie ohne Kosten zur Schule gehen? Alle anderen Schulen werden von den Taliban bekämpft. 300 sollen sie, laut Human Rights Watch, angegriffen haben. Doch Reinhard Erös diplomatische Mission war erfolgreich. Die Taliban wissen, was er tut und lassen ihn gewähren. Zurück in Afghanistan bleibt auf der Rumpelpiste ein weiteres unserer Fahrzeuge liegen. Eine Achse ist angebrochen. Wir steuern die nächste Werkstatt an. Im Gasthaus nebenan machen die Fernfahrer Rast. Sie haben einen wichtigen und gefährlichen Job. Und sie verdienen gut, auch am Schmuggel. Das Gasthaus ist Umschlagplatz für den neuesten Klatsch. Die Stimmung unter den Männern ist ziemlich aufgeräumt. Der Küchenchef mahnt seine Gäste. Wer hat den Putzlappen geworfen? Ein bisschen mehr Höflichkeit ist auch hier eine gute Sache. Der Gast zahlt. Umgerechnet 80 Cent kostet die Mahlzeit aus Reis, Hammel und Bohnen. Unser Wagen ist notdürftig repariert. Es kann weitergehen. Auch die Lastwagenfahrer brechen auf. Mancher Wagen transportiert nicht nur Hab und Gut, sondern die ganze Familie und das Vieh. Die Wunden des Krieges sind nicht verheilt. Man sieht sie überall. Der Westen taucht in der afghanischen Provinz als Militärmacht auf. Zivile Helfer bleiben fern, weil die Gefahr zu groß ist. Der Bürgermeister des Dorfes Sheva und Erös Mitarbeiter Alim Sana zeigen uns, wie die Menschen leben, deren Verdruss wächst, je länger sich an ihrer Lage nichts ändert. Die insgesamt 13-köpfige Familie
lebt in einer 10 Quadratmeter großen Hütte. Die Frauen und älteren Mädchen sind nicht zu sehen. Sie flüchten vor unserer Kamera. Fremde Männer dürfen sie überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Sheva gleicht einer Kraterlandschaft. Die Menschen warten auf Hilfe, doch sie haben es auch verlernt, sich selbst zu helfen. Eine Folge des Krieges, in den Alem Sana zog, als er selbst noch ein Kind war. One thing which is I cannot forget in my life. Es gibt eine Geschichte, die ich niemals vergessen werde. Da war ein Treck von Flüchtlingen aus dem Norden. Sie wollten nach Pakistan. Dann kamen 8 russische Flugzeuge und begannen sie zu bombardieren. Ich habe sie gesehen. Es waren Frauen, Kinder und alte Männer. Niemand trug eine Waffe. Es waren unschuldige Menschen. Ich weiß noch, von welcher Seite die Jets kamen. Diese 40 Menschen sind an dieser Stelle innerhalb einer halben Stunde gestorben. Es gab ein großes Grab für mehr als 15 von ihnen. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen begraben. Das werde ich niemals vergessen. Es ist Freitag. Der Mullah ruft zum Gebet, die Moschee füllt sich. Wir dürfen unsere Kamera mitten unter den Gläubigen aufbauen. Hier in Sheva wird nicht über den Heiligen Krieg gesprochen. Hier geht es nicht um den Kampf der Kulturen. Hier gilt der Sufismus, die ursprüngliche, die afghanische, die in unseren Augen tolerantere und aufgeklärte Variante des Islam. Der Wahhabismus, die Taliban, sagt uns ein Mullah, seien eine Sekte. Und Menschen, die Bomben bauten, um Unschuldige zu töten, seien gottlos. Den wahren Dschihad, den heiligen Krieg, führe ein Muslim nur gegen sich selbst, um Gott zu folgen, nicht um gegen andere zu kämpfen. Die Menschen in Sheva leben diesen Glauben, der Fremden gegenüber eine Gastfreundschaft gebietet, die heißt, dass man alles mit ihnen teilt. Wir verabschieden uns vom Bürgermeister, der hofft, dass westliche Hilfe auch in sein Dorf kommt. Obwohl die Taliban auch hier für Gefahren sorgen. In einer Ziegelei bei Jalalabad schuften die Arbeiter in Gluthitze. Unter ihren Füßen werden die Ziegel gebrannt. Hier arbeiten auch Kinder. 5000 Rupien verdient ein Arbeiter im Monat. Das sind umgerechnet rund 50 Dollar. Um eine Familie zu ernähren, reicht das bei weitem nicht. Die Arbeit ist heiß und gefährlich. Besonders beim Öffnen der Brennkammern bekommt man oft Verbrennungen. Ich habe aber keine Aussicht auf eine andere Arbeit. Und was soll ich machen? In Afghanistan gibt es kaum Arbeit. Meine Kinder gehen in die Schule. Sie sollen etwas lernen, damit sie einmal eine andere Arbeit finden. Ich arbeite, damit sie eine Zukunft haben. Doch wie sieht diese Zukunft aus? Die Taliban wissen es. Sie wissen, wie sie die ungebrochene Hoffnung der Afghanen auf eine friedliche Zukunft in ihre Richtung lenken. Sie lösen das Problem der Kinderarbeit und der fehlenden Bildung und Aufstiegsmöglichkeiten auf ihre Weise. Sie ziehen die Kinder für ihren Glaubenskampf heran, formen aus ihnen die nächste Generation für den heiligen Krieg gegen den Einfluss des Westens. Dagegen richten die hochgerüsteten Eliteeinheiten der USA und ihrer Verbündeten nichts aus, weil sie das Problem nicht bekämpfen. Anders als zivile Helfer, die Schulen bauen. In Jalalabad eröffnet Reinhard Erös die Bibi-Mariam-Mädchenschule. Es ist seine 15. Schulgründung.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng, jeder wird nach Waffen durchsucht. Es gibt viele, die etwas gegen den Bau einer neuen Mädchenschule haben könnten. Und schließlich hat der Gouverneur sein Kommen zugesagt. Bibi Mariam heißt Mutter Maria und die ist als Namenspatronin auch gemeint. Der Schauspieler Walter Sittler hat 64.000 Euro für die Schule gespendet, den Gewinn aus einer prominenten Rateshow. Das katholische St. Ursula-Gymnasium aus Geisenheim hat 50.000 Euro zusammengetragen. Für die Schülerinnen ist das ein großer Tag, wie uns die 18-jährige Jamila erklärt. Unter den Taliban konnten wir nicht zur Schule gehen. Es war eine schreckliche Zeit. Jetzt haben wir Hoffnung. Wenn ich die Schule beendet habe, möchte ich einmal Ärztin werden. Genau das ist das Anliegen, wie Annette Erös, die Frau des Kinderhilfechefs, erklärt. Die Mädchen sind ja auch die zukünftigen Mütter und die formen ihre Familien. Und da ist der Beruf vielleicht sogar zweitrangig gegenüber der Erziehung, die sie der ganzen Familie dann angedeihen lassen, auch eben den Buben. Und irgendwann werden die Buben auch mal Onkel und die werden dann wahrscheinlich ihren Neffen und Nichten nicht mehr verbieten, dass sie einen Beruf lernen. Reinhard Erös und seine Frau setzen neben ihrer Unterstützung auch auf die Bereitschaft der Afghanen, wieder nach oben kommen zu wollen. Diese Generation, die muss man praktisch jetzt überdauern können. Und in die Köpfe der jetzigen Jungen, die Krieg nicht mehr erlebt haben, Gott sei Dank, und die Köpfe der Alten nutzen, der jetzt 60-, 70-Jährigen, die das alte Afghanistan noch kennen von früher, sowohl die Gebildeten, die Akademiker wie auch die anderen. Die wissen Afghanistan der 50er, 60er Jahre. Wenn wir das zusammenbringen, ich glaube, dann sehe ich für Afghanistan mehr als nur ein kleines Licht am Ende eines noch lange andauernden Tunnels. Die Afghanen haben die Hoffnung nicht verloren, dass ihr Land, das sie so lieben, eine Zukunft hat. Eine Zukunft, in der die Taliban nicht den Ton angeben. Das nicht Schauplatz des Krieges gegen den Terror ist. Die Hoffnung spüren wir bei allen Menschen, auch in den Bergen von Makishel, wo wir den 8-jährigen Ahmed kennengelernt haben, der so gerne zur Schule geht. Wir sind eine arme Familie. Nach der Schule muss ich meinen Eltern helfen. Ich kann keine Hausaufgaben machen, weil wir keinen Strom für das Licht haben. Ich gehe gerne zur Schule. Wenn ich einmal groß bin, will ich einen Beruf lernen. Lehrer oder Ingenieur möchte ich gerne werden. Dann kann ich meinem Land helfen. Direkt vor der Schule liegt der Friedhof. Über den Gräbern wehen grüne Fahnen. Sie zeigen an, wer als sogenannter Märtyrer im Dschihad, dem Heiligen Krieg, gefallen ist. Die Menschen von Makishel hoffen, dass die Zukunft ihrer Kinder damit nichts mehr zu tun hat.